Und willkommen bei mir, Lurchen Nummer 1. In diesem Video zeige ich euch einen GIF-Card-to-Friends-Glitch. Diesen gab es in der Form schon, aber es wurde etwas gepatcht und jetzt kommt der Workaround, wie das Ganze wieder funktioniert. Und im Prinzip ist eigentlich fast alles gleich geblieben, genauso einfach. Bloß eine kleine Änderung muss man beachten und dann könnt ihr euch wieder die, ja, wohl geilsten Karren von euren Freunden einfach schenken lassen. Was benötigt ihr dazu? Ganz einfach, erstmal eine Lobby für Spieler, nur mit Einladung. Natürlich der Freund und das Auto vom Freund, was ihr gerne hättet. Dann ist es noch wichtig, dass ihr euren Zielmodus auf freies Zielen umstellt, damit der Glitch richtig funktioniert. Das könnt ihr entweder in der Story oder im Editor ändern. Ja, wenn ihr das dann soweit habt, dann sucht ihr euch jetzt, so wie ich, ein Auto von eurem Kollegen aus. Dann braucht ihr noch euer MOC und im MOC drin sollte sich ein LG RH8 befinden. So wie dieser hier im, ja, verführerischen Rot. Diesen fahrt ihr jetzt einmal nach draußen und dann zeige ich euch, wie es weitergeht an der Stelle. Und zwar, wenn ihr jetzt diese Karre einmal nach draußen gefahren habt, dann lasst ihr den LG RH8 an der Stelle jetzt einfach mal stehen. Und wir kommen jetzt zu dem Auto, was ich gerne geschenkt haben möchte. Ich habe mich ja jetzt hier für dieses schwarze Auto hier entschieden. Diesen fahrt ihr euch jetzt in nächster Nähe zum MOC, so dass ihr trotzdem noch einen blauen Kreis hinten habt. Ja, und wenn ihr das auch geschafft habt, das ist jetzt das Auto vom Kollege, mein LG RH8 steht hier, dann kommen wir jetzt zu den Sachen, die euer Kollege machen muss. Und zwar, ihr geht jetzt zu eurem Kollege, der sich am Eingang des Spielcasinos befinden sollte. Am blauen Eingangskreis. Hier ist er. Und jetzt zeige ich euch die Schritte nach und nach, was euer Kollege machen muss. Und ich schreibe es auch oben links in die Ecke nochmal rein. Freund oder ihr seid selber. Ihr seht es dann oben in der Ecke stehen, wen ich meine. Also jetzt zeige ich euch die Perspektive vom Freund. Er steht hier am Eingang. Er drückt die PlayStation-Taste und sucht sich jetzt einen Spieler mit einem anderen Zielmodus. Denn wir haben ja gesagt, wir befinden uns im freien Ziel. Und wenn ihr das habt, doppelt PlayStation-Taste und das Ganze ein paar Mal so machen, wie ich das hier mache. Draufklicken, beitreten, Kreis, draufklicken, beitreten, Kreis. Das hat einfach den Grund, damit es schneller geht. Und jetzt schießt euch euer Kollege in den Kopf ganz schnell drauf und mit Kreis ablehnen. Kurz warten und wenn unten der rote Balken fast auf voll ist, dann lauft ihr jetzt in diesen Kreis rein. Und wenn alles funktioniert hat, habt ihr unten links keine Minimap mehr und euer Kollege ist verglitscht. Ich zeige das jetzt aus der Perspektive von euch selber. Ihr gebt ihm einen Headshot. Er geht jetzt mit Doppel-Playstation-Taste ganz einfach her mit dem Zielmodus. Also er joint einen anderen Spieler und gleich die erste Meldung mit Kreis ablehnen. Und kurz bevor der Balken unten rechts voll ist, läuft er in den Kreis. So, jetzt habt ihr es aus der Perspektive auch nochmal gesehen. Und jetzt geht ihr her und steigt in euren LG RH8 einmal ein. Diesen haben wir hier irgendwo um die Ecke, haben wir den geparkt gehabt. Genau hier. Und der Kollege, der euch hilft, der jetzt in dem verglitschten Modus sich befindet, steigt auf die Beifahrerseite. Dann jetzt einfach an das MOC, an dem blauen Kreis hinten hinfahren, Steuerkreuz nach rechts drücken und ihr freest. Da könnt ihr euch überhaupt nicht mehr bewegen. Dann sagt ihr eurem Kollegen, er soll einmal aus und wieder einsteigen. Damit ist der Freeze dann weg und ihr fahrt jetzt einfach rückwärts zum Spielcasino in diesen blauen Kreis rein und drückt oben bei Parkhaus X. Jetzt zeige ich euch wieder die Perspektive von eurem Freund. Ihr habt da X gedrückt und jetzt sieht euer Kollege, dass ihr auf dem Fahrersitz
verschwunden seid. Und euer Kollege muss jetzt hier so lange sitzen bleiben, bis ihr wieder zurück im Auto zurückspawnt oder erscheint, je nachdem, wie ihr das gerne hättet. Zumindest heißt es jetzt hier circa 30 Sekunden warten. Kann auch mal ein paar Sekunden länger dauern. Hab keine Stoppuhr am Start gehabt. Also so circa 30 oder 40 Sekunden, nagelt mich nicht fest drauf. Jeden Augenblick ist es der Fall, und sobald der wieder gespawnt wurde, steigt der Kollege aus dem Auto aus. Ja, jetzt müsste es jeden Augenblick der Fall sein, dass der Kollege wieder im Auto spawnt. Da ist er. Und wenn das passiert ist, einfach aus dem Auto aussteigen. Jetzt kommt die Ansicht wieder von euch. Ihr werdet in euer Spielcasino reingezogen. Dann habt ihr jetzt hier einen Blackscreen, PlayStation-Taste, Communities. Ihr sucht euch jetzt einen Spieler mit einem anderen Zielmodus. Ganz einfach in die Lurchi Nummer 1 Community, da sind 2000 Spieler drin. Da findet ihr definitiv jemand. Ihr geht auf irgendeinen Spieler und drückt X. Jetzt warten wir, dass wir diese Meldung bekommen, ob wir wirklich beitreten möchten. Sollte diese mal nicht kommen, ganz einfach einen anderen Spieler nehmen. Hier, nochmal Doppel-Playstation-Taste, nochmal den Spieler mit X. Jetzt steht hier Zielmodus, Kreis drücken. Und jetzt geht ihr einmal in die Party zu eurem Kollege, mit dem ihr den Glitcher zusammen macht. Und jetzt muss der Kollege Folgendes tun. Er öffnet sein Handy, geht auf Quick Jobs, Arm drücken. Und jetzt hier. Er wartet jetzt, dass hier unten dran steht, dass die Lobby gefüllt wird. Also er hat einen Quick Job aufgemacht, hat dies mit Freunden gestartet. Ich habe mich hier für Arm drücken entschieden. Und irgendwann steht jetzt unten rechts, Lobby wird gefüllt. Jetzt ist es der Fall. Lobby wird gefüllt, jetzt tretet ihr eurem Kollegen einmal bei bis zu diesem Blackscreen. Ihr sagt eurem Kollegen, hey, Blackscreen da, er holt das Handy hoch, geht nochmal auf Quickjobs, geht raus und ihr spammt X. Ihr spammt so lange X, bis ihr wieder einen kaputten Bildschirm habt, Blackscreen. Dann nochmal in Communities, nochmal einem Spieler mit einem anderen Zielmodus einmal anklicken. Ich nehme jetzt einfach denselben Spieler wie vorher. Gleich kommt die Meldung und wenn die Meldung nicht kommt, nehmt einfach einen anderen Spieler. Grad wurscht egal. In dem Fall, ihr seht, es passiert nichts. Ich nehme den nächsten Spieler. Jetzt PlayStation-Taste doppelt drücken. Nochmal auf den Spieler drücken. Jetzt steht hier Zielmodus, Kreis drücken. Entweder sterbt ihr jetzt, so wie ich, oder ihr sitzt so komisch in der Luft im Nichts. Solltet ihr so komisch in der Luft sitzen, einfach Dreieck drücken und warten, bis ihr auf die Map zurückfällt. In meinem Fall, ich habe jetzt etwas länger gebraucht, weil ich es ja erklären muss. Deswegen bin ich gestorben. Beides richtig, beides funktioniert. So, und jetzt lauft ihr zu eurem MOC. Euer Kollege stellt sich direkt neben den MOC daneben und bleibt dort stehen. Ihr lauft in den blauen Kreis und drückt auf alleine eintreten und bekommt abermals einen unendlichen Blackscreen. Ihr tretet wieder dem Spieler mit einem anderen Zielmodus bei, einmal X, einmal Kreis. Habt ihr das gemacht, seid ihr unsichtbar, steigt ganz schnell in das Auto eures Freundes, was ihr haben wolltet und bumm, es steht im MOC und es gehört euch. So einfach ist es. Es hat zwar den ein oder anderen Handgriff, aber aus eigener Erfahrung, ich mache den Glitch jetzt bestimmt schon seit anderthalb, zwei Wochen oder wie lange der schon aktuell irgendwie auf dem Markt ist. Wenn man mal die Schritte kennt, das ist überhaupt nicht schwierig, das kriegt jeder hin. Ich finde, er ist eigentlich sogar einfach und schaut euch das Video einfach ein, zwei Mal öfters an, um die Schritte zu verstehen. Aber wenn ihr den Kniff raus habt, da könnt ihr locker in 10 Minuten euch so ein Auto ziehen und das alle 10 Minuten dann. Und dann könnt ihr euch die geilsten Karren vom Partybus bis was weiß ich, was ihr nicht alles untereinander tauschen wollt. Das war der Glitch. Vielen Dank an alle, die geholfen haben. Und ja, ich bin an der Stelle jetzt einfach mal raus. Macht das gut und bis zum nächsten Video. Ciao. Und
Bevor ich es vergesse, liken und abonnieren natürlich nicht vergessen, weil ich kann euch sehen und ich merke, wenn ihr nicht liked und abonniert. Nein, Spaß. Liken und abonnieren. Ich bin raus. Macht das gut. Ciao.